Ich bin der Menschenbeobachter und Weltenfresser. Es ist sehr schön, Menschen zu beobachten. Ich nehme alles auf, vergleiche, begierig schlinge ich es in mich hinein. Es ist Ästhetik, es ist Schönheit, es ist, wie sie sich bewegen, wie sie sich in der Stadt bewegen, wie sie einkaufen. Wir alle haben Gemeinsamkeiten. Ich bin einer von euch und doch ich, wie du auch. Es ist faszinierend, wie gleichförmig sie sich durch den Tag bewegen. Ich interessiere mich für jedes Ding, was Menschen umgibt und was die Menschen machen. Ich habe 3 Menschen ausgewählt. Sie gestatten mir einen Einblick und lassen mich für kurze Zeit an ihrem Leben teilhaben. Sie kämpfen, wirken, schaffen und träumen einem guten Ende entgegen. Mein Name ist Fernando Barrios, in Kuba geboren, in der Stadt von Havanna. Ich bin 76 Jahre alt und seit 57 Jahren übe ich die Kunst von der Tanzen. Meine große Tesor. Es gibt kein Geld der Welt, das kann mir das bezahlen. Umgekehrt. So, nicht so. Das mache ich nicht so auf. Das ist meine erste Aufführung. Ne? Das ist die berühmte Tänzerin, das ist Alicia Alonso. Die hier irgendwo ist mein Name. Ne? Kleine. Und hier dort steht so: Academia del Ballet Alicia Alonso. Academia heißt Akademie. Die waren immer noch trotz den Schülern. Aber wir haben schon als Profi schon getanzt. Ich war groß, 1,81 Meter, jetzt bin ich 3 Zentimeter verschrumpft und ein bisschen schön geworden. Antes war ich so wie kleine Spaghetti. Mit 1,81 Meter hatte ich 63 Kilo. Da kann ich vorstellen, was für Knochen bin ich gewesen. Vor Gebäude, hinter Gebäude. Rechts oder links geneigt und 3 Filter oder Profil. Okay? Positionen gibt es nicht mehr, die Kopf. Nach 10 Jahren bin ich mit dem Schwager von Alicia, der Alberto Alonso. Er hat uns angeboten, mit ihm ins Fernsehen zu gehen. Und eine Gruppe von Tänzern, wir sind mit ihnen im Fernsehen gegangen und haben wir Fernsehen, haben wir Theater, haben wir Nightclub gemacht und da haben wir Geld verdient. Das wir sind in Russland auch gelandet und das ist meine Partnerin und da haben wir diese Foto gemacht. Ich bin auch in dem, wie heißt in der Metropolitan von New York getanzt. Ja, hier war, das war der Schwanensee. Ne? Metropolitan Opera House. Und dort hier habe ich gestrichen, ne? Die Solisten. Okay. Und hier war 1954 in Teatro Colón de Buenos Aires. Das ist eine der vornehmen Theater in ganzer Welt. Oh ja, yeah. Da habe ich in diesem Theater, in dieser Choreografie, habe ich meine Frau kennengelernt. Das ist eine Deutsche aus Leipzig. Ja, hier ist da. Diese hier, die ist meine Frau, das bin ich. Immer noch eine Küche. Sie ist gestorben. Sie ist Margot Wachler aus Leipzig. Und, aber ich hatte hier einen Freund in Münster und haben mir gesagt, dass damals, das war viel Arbeit in Deutschland und hat mir empfohlen, dass ich sollte nach Frankfurt
in der Generalagentur hingehen und versuchen, hier zu arbeiten. Und da hat mir gesagt, dass hier, er hat ein Engagement für Hof. Und ich wusste überhaupt nicht, wo Hof ist. Und ich wusste nicht, was Hof ist. Und ich wusste nicht von, gar nicht von Deutschland. Oh. Die hier ist in Hof. 72, Moment, ja. 72, das ist Königin eine Nacht. 10 Mädchen oder 8 Mädchen und ich hier in die Mitte. Das war, diese Choreografie hat ein Choreograf aus Nürnberg gemacht, weil damals war hier in Hof als Choreografin eine Dame, das hieß Gisebeta. Oh, Gisebeta. Aber das habe ich entdeckt nach einigen Monaten oder nach einem Jahr habe ich entdeckt, dass Hof ist auf 6 Kilometer von der Grenze. Und ich habe geschrieben und ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich möchte hier nichts. Und wieder der Fico von Lasky habe ich geschrieben, und dass ich wollte von hier weg, dass hier wollte ich nicht bleiben, wegen die 6 Kilometer. Ich komme von einem solchen Land und dann treffen in der Nähe von dasselbe Sache. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht erleben wieder, was ich in Kuba erlebt habe. Und das ist eine Serrano-Schinken. Es gibt verschiedene spanische Schinken. Es gibt Abuco, es gibt Serrano, es gibt Pata Negra, es gibt verschiedene. Ne? Und aber diese Schinken, wenn man schneidet so dick, es schmeckt nicht und es sieht auch so wie Gummi. Man muss dienen, man kann das Ganze essen, aber immer dienen so, dienen Scheibe, dass danach schmeckt und nicht hart ist. Ne? Und man muss eigentlich sehen, dass nicht trocken und ein Tuch ein bisschen nass, dass immer feucht ist und nicht diese hart ist. Und er hat, der Fico von Lasky hat mir wieder geschrieben und hat mir geschickt nach Kaiserslautern. Noch mit einem Vertrag für 2 Jahre. In Kaiserslautern war ich wunderbar, von einer Grenze auf die andere Grenze. Und das hat mich sehr gefreut, weil das war in der Nähe von Luxemburg, in der Nähe von Holland und etc. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Aber nach einem Jahr hat mir wieder von der Generalagentur in Frankfurt habe mich angerufen und habe mir angeboten einen Vertrag für Pforzheim. Beste Position als Solotänzer, als stellvertretende Ballettmeisterin. Und ich habe akzeptiert. Ich wusste auch nicht, wo Pforzheim gewesen ist. Und da bin ich von einer Grenze und der zweiten Grenze und der dritten Grenze in Pforzheim. 60 Kilometer von Frankreich, naja, der Mann von der Grenze. Und dann bin ich in Pforzheim 25 Jahre geblieben. Das war die Direktorin der Mädchenschule. Und der andere ist ein General, das war der Direktor der Kadettenschule. Ne? Und das ist eine bisschen komische Komödie-Ballett. Ne? Und diese Rolle als Frau, das hat immer ein Mann gemacht. Wilden Seen zum Sorong. So. Dies auch vom Fernsehen. Dies ist der Dornröschen. Habe ich gut ausgesprochen? Dornröschen. Und das Cambrai, es ist vorwärts, rückwärts. Oder en tournant. En tournant heißt umherum. Umherum der Oberkörper und der Unterkörper. Es ist nicht so machen. Okay? Der Unterkörper bleibt und der Oberkörper dreht umherum. Ich habe 2 Bücher geschrieben, ne? Gedichte. Diese sind nicht der vollkommene Buch, aber
diese Bücher haben mir gegeben, um zu, wie heißt das, zum Korrektur machen. Und dieses Bild, es ist ein Bild von meinem ersten Buch, 1961, das der Herr Korda, diejenige, der hat die vielmal Fotografien der Che Guevara und der Fidel Castro und so, und diese berühmte Bilder in T-Shirt und überall von der Che Guevara und so, mit dieser baskische Münze. Diese ist derselbe Fotograf, der mir diese Bild gemacht hat. Yo soy quien soy, y no sé quién soy. Mas yo mismo no sé qué soy. El dolor de la voz de un muerto, el correr de la sangre coagulada. Vielleicht bin ich die Kreislauf eines gestorbenen Herz. Vielleicht bin ich der Lächeln von einem maskierten Gesicht. Vielleicht bin ich die Liebe, das von der Liebe, das nicht existiert. Ich habe geliebt, aber ich bin nicht geliebt gewesen. Alle Menschen, die ich getroffen habe, das war, was die Liebe betrifft, da war nur Interesse und sehr wenig Liebe. Ich habe diese Frau sehr geliebt, aber sie war eine Deutsche. Um in Kuba zu bleiben könnte, das sollte sie heiraten, dass ich als in Kuba bleiben könnte. Und dass ich keine Liebe, dass ich nur Interesse, eine Heirat nach wie hier, eine Scheinheirat. Ne? Aber geliebt habe ich. Und naja, das sage ich nicht mehr über Liebe. Oh, ja, was noch? Das bin ich mit meiner Mutter. Damals habe ich geraucht. Seit 83 rauche ich nicht mehr. Das ist in einem Nightclub, wo ich gearbeitet habe. Und meine Mutter hat immer mehr verfolgt. Sie wollte mehr schützen, dass die Leute mich nicht vergewaltigen.